Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar werde ich euch heute mal einen Apfel-Fruchtkorb vorstellen. Viel Spaß beim Video. So Leute, weiter geht's. So, und zwar braucht ihr einen Apfel, kleines Messer oder großes Messer, ein Teesieb, aber man kann auch so Zahnstocher verwenden, zeige ich euch alles gleich, und halt Folie, in meinem Fall sind das zwei Lagen Hundefolie. So, dann fange ich mal an jetzt hier. Und was ihr braucht, natürlich Tabak. Ich werde rauchen eine Mischung, und zwar Doppelapfel, Rose und Minze. Also die Mischung, die ist sowas von lecker. Echt einfach nur phänomenal lecker. So, ich habe gerade mal den Aufkleber hier abgemacht von dem Apfel. Hier. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was das für ein Apfel ist, aber halt ein grün-roter. So, dann schneiden wir hier mal so ein Stück jetzt ungefähr ab. So. Genau. Genau, was ich vergessen habe, ist ein Löffel. Also so schneidet ihr das ab. Naja, ist gerade. Schon mal schnell Löffel. Weiter geht's. So, und zwar Löffel. So. Dann nehmen wir jetzt hier einen kleineren Messer und machen hier so ungefähr diesen Abstand. Seht ihr alles sehr gut. Genau. So etwa. So. Dann nehmt ihr euch den Löffel und kratzt das oder löffelt das hier aus. Seid aber vorsichtig, nicht, dass der Apfel dann irgendwie Risse bekommt. Man könnte dann trotzdem noch weiter das weiter verwenden. Aber sicher ist sicher. So. Na. So. Das dürfte reichen. Das wird jetzt nicht komplett mit Tabak gefüllt, sondern gleich kommt da noch jetzt dieses Sieb rein. Was ich euch noch zeigen wollte, also man muss das jetzt nicht mit dem Sieb machen. Man kann sich auch hier Zahnstocher nehmen. Zwei Stück. Einmal durch die Mitte brechen. Und dann halt hier so, halt so reinlegen. So, dann halt hier noch mal eins hier so, damit der Tabak dann halt nicht runterfällt, also durchfällt. So. So, jetzt machen wir halt hier das Loch für den Kopfadapter. Jetzt schaue ich mal kurz, so wie ich das jetzt am besten mache. Ich versuche das mal hier so jetzt so reinzustechen. Ich mache jetzt mal hier jetzt das so. So. Das ist
natürlich, das jetzt hier so reinzudrücken. Ich hoffe, das klappt und der Apfel bricht nicht. Das sieht schon mal gut aus. So, sieht gut aus. Sehr schön. Okay, der Apfel ist jetzt zwar jetzt nicht gerade geschnitten, aber das könnte ich jetzt noch machen, glaube ich. So. Nee. Ach, lassen wir das jetzt, ist egal. Aber so funktioniert das halt. Dann hier mache ich das Sieb rein. Und dann kommt da jetzt noch Tabak rein. So. Ein bisschen Seiten noch, ein bisschen. Ich wollte das eigentlich anders machen, aber ja, egal. So, dann nimmt man sich den Tabak. Löffel abwischen. So. Dann füllt man da einfach Tabak rein. Das ist jetzt zu viel. So dürfte das reichen. Und verteilt das hier so schön. So. Sieht so aus. Schön verteilt. So, dann nehmen wir die zwei Lagen Alu. So, nehmen die zwei Lagen Alu, spannen das hier erstmal so drauf. Und dann machen wir eine Komplettlochung. Also am besten hier mit dem Finger noch mal so entlang gehen, damit man sehen kann, wo der Rand ist von dem Apfel. So, einfach ein paar Löcher rein. So, dann spannen wir nochmal die Alufolie. So, und dann nehmen wir halt nochmal hier diese kaputten zum Beispiel und strammen das. Und stichen wir das hier ein, damit sich die Alufolie halt nicht lösen kann. So. So. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. So, das dürfte jetzt reichen. So runter. So, und fertig ist der Apfelkopf. Ich hoffe, ich bekomme den jetzt gerade auf die Shisha drauf.
Jetzt mache ich nochmal hier einen Cut, Leute. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, dann geht's jetzt weiter. Kopf liegt schon auf der Shisha. Also der Fruchtkopf. So, dann machen wir mal 3 Brikos hier drauf. Schön am Brutzeln. Gleich gibt's Bratapfel. So. Setup ist Benjamins Magic Morpheus Shisha mit einer anderen Rauchsäule, also mit einer V4A Rauchsäule, Magic Glass Kohleteller, Magic Glass Anschlussadapter und so weiter und das Benja Unstück. Na, egal. So, dann ziehen wir mal an. So, wie ihr gesehen habt, habe ich die Anrauchphase jetzt ein bisschen schneller laufen lassen, weil das hat ungefähr 3 Minuten oder so gedauert. Und deswegen jetzt sage ich das jetzt nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Also wie ihr am Anfang gesehen habt, in der Anrauchphase hat das ja ein bisschen länger gedauert. Und es lag, denke ich mir, daran, wegen zu viele Löcher, weil da jetzt zu viel Frischluft durch die vielen Löcher jetzt eingesogen wird. Deswegen braucht das mehr, dass der Tabak dann wärmer wird. Ja, Lippen ein bisschen trocken. Ja, wie gesagt, ich habe hier... Das stört mich jetzt hier im Moment. Zack. So. Wie gesagt, ich habe hier Alfacher Rose, Alfacher Doppelapfel und von Al Mahmoud Minze gemischt. Und zwar 50% Rose, 40% Doppelapfel und 10% Minze. Wer die drei Sachen hat, probiert es mal aus. Das schmeckt echt, Leute, das schmeckt echt phänomenal lecker, Leute. Die Mischung kann ich echt weiterempfehlen.
wie ihr sehen könnt, Kohlen wieder nach außen, wird schon wieder der Rauch ein bisschen weniger. Deshalb muss man jetzt ein bisschen spielen und so weiter. So. Dieses Video hat sich jemand gewünscht bei Facebook. Leider habe ich deinen Namen vergessen. Liebe Grüße an dich hier an dieser Stelle. So, wie ihr gesehen habt, man kann den Apfelfruchtkopf jetzt ganz leicht machen. Einfach so machen wie in dem Video. Und läuft. Ob das jetzt besser schmeckt oder so, jetzt, ich merke davon jetzt nichts. Das ist aber halt was mehr fürs Auge. Kann man ab und zu mal machen, denke ich mir mal. Jetzt rauche ich mir hier mein Frucht, Apfel, Doppelapfel, Rose, Zimt, Minze und so weiter. Genüsslich weiter. Und das wär's gewesen, Leute. Bis zum nächsten Video. Lecker!